Ich habe heute eine Herzchentorte, passend zum Muttertag. Ich freue mich, dass ihr wieder bei mir eingeschaltet habt. Ich bin Nicole von Nicoles Zuckerwerk. Mein Video wurde freundlicherweise unterstützt vom Häusler Backdorf, die mir hier einige Produkte kostenfrei, teilweise als Leihgabe zum Testen für euch zur Verfügung gestellt haben. Das Häusler Backdorf hat mir ja schon vor einigen Monaten meine Häusler Alpha Knetmaschine freundlicherweise kostenfrei als Leihgabe zur Verfügung gestellt, um sie auszuprobieren, um sie euch zu zeigen. Und seither, schon seit einigen Monaten, bin ich immer wieder begeistert und greife auch immer wieder sehr gerne, was Knet- und Hefeteige betrifft, auf diese Maschine zurück, denn sie knetet gerade meine Brotteige richtig, richtig super aus. Ein Video, wo ich ein bisschen mehr über die Häusler Alpha Maschine erzähle, verlinke ich euch jetzt mal hier oben in der Infocard. Zu dieser Knetmaschine gibt es natürlich auch Zubehörteile. Das Häusler Backdorf war jetzt so freundlich und hat mir das Rührwerk leihweise zur Verfügung gestellt. So könnt ihr nämlich nicht nur Hefe- und Knetteige mit eurer Häusler Alpha Maschine zubereiten, sondern auch luftige Biskuit- und Rührteige. Das Rührsystem besteht aus einem Rührwerk und einem Kesseleinsatz und so könnt ihr auch ganz schnell eure Knetmaschine zu einer Rührmaschine umwandeln, mit der ihr auch luftige Biskuit- und Rührteige nun problemlos zubereiten könnt. Ihr fragt mich immer wieder, warum ich so kleine Mengen Teig in solch einer großen Küchenmaschine zubereite. Das mache ich aber bewusst, denn wenn man sich für eine Küchenmaschine entscheidet, wenn man sich für solch eine Küchenmaschine entscheidet, dann sollte man natürlich nicht nur riesige Mengen Teig darin zubereiten können, sondern auch kleine Mengen Teig. Und das seht ihr immer in meinen Videos. In dieser großen Küchenmaschine könnt ihr natürlich problemlos große Mengen Teig zubereiten. Wo kleine, normale Küchenmaschinen oftmals an ihre Grenzen kommen. Aber ihr könnt auch kleinere Mengen Teig zubereiten, was ihr immer wieder in meinen Brotvideos seht und auch jetzt seht, wie ich nämlich eine kleinere Menge Biskuitteig zubereite. Außerdem hat mir das Häusler Backdorf noch ihr Biskuit- und Rührkuchenmehl zur Verfügung gestellt, was natürlich jetzt auch zum Einsatz kommt. Und eine kleine Herzchenbackform, passend zum Muttertag. Wir starten jetzt los mit den Zutaten und anschließend zeige ich euch natürlich auch die Zubereitung. Von dem Biskuit- und Rührkuchenmehl benötigen wir 120 Gramm. Wir brauchen außerdem 4 Eier der Größe M und 125 Gramm Zucker. Den Rührkessel meiner Häusler Alpha Knetmaschine wandle ich mit dem Rührtopfeinsatz erst einmal um, gebe die Eier und den Zucker hinein und lasse die Masse mit dem Rühreinsatz 15 Minuten auf meiner Häusler Alpha Küchenmaschine auf Stufe 2 richtig schön hellcremig aufschlagen. Anschließend wird das Biskuit- und Rührkuchenmehl eingesiebt und untergehoben und kann dann auch schon direkt in die Backform gegeben werden. Ich backe heute in einer 26 cm Herzchenbackform,
Den Boden habe ich schon mit Backpapier ausgekleidet, verteile den Teig und gebe ihn bei 180 Grad Ober-Unterhitze für etwa 20 bis 23 Minuten in den vorgeheizten Backofen. Und wenn nach der Stäbchenprobe nichts mehr am Stäbchen hängen bleibt, dann ist der Biskuit durchgebacken und muss nun erstmal vollständig auskühlen. In der Zwischenzeit wird die Creme zubereitet. Dazu benötigen wir 700 Gramm Sahnejoghurt, 180 Gramm Puderzucker, 300 Gramm frische Früchte. Ich habe mich hier für klein geschnittene Erdbeeren und Blaubeeren entschieden. Außerdem benötigen wir 300 ml süße Sahne, 12 Blatt Gelatine und das Mark einer halben Vanilleschote. Zuerst werden die Gelatineblätter in kaltem Wasser nach Packungsanweisung eingeweicht. In der Zwischenzeit rühre ich den Sahnejoghurt sowie den Puderzucker 1 bis 2 Minuten cremig. Gebe anschließend das ausgekratzte Vanillemark dazu. Und sobald die Gelatine fertig gequollen ist, drücke ich das Wasser grob aus und schmelze sie bei ganz kleiner Hitze vorsichtig in der Mikrowelle. Die warme Gelatine muss jetzt erstmal angeglichen werden. Dazu gebe ich zuerst etwas kalte Joghurtcreme in die Gelatine hinein und gebe anschließend erst die Gelatine in die Joghurtcreme, rühre diese gut ein und hebe zu guter Letzt noch die Sahne, die ich zwischenzeitlich auch steif geschlagen habe, sowie die frischen Früchte vorsichtig unter. Die Creme kann nun anschließend auf den ausgekühlten Tortenboden. Ich habe ihn schon aus der Backform gelöst, habe den etwas dunkleren, leicht gewölbten Deckel abgelöst, gebe hier jetzt allerdings wieder die Herzchenform drumherum und fülle die Joghurtcreme hinein. Mit einer Winkelpalette streiche ich die Oberfläche schön glatt und gebe die Torte für mindestens 4 Stunden, am besten über Nacht, in den Kühlschrank. Sobald die Torte gut durchgekühlt, die Joghurtcreme fest geworden ist, kann der Backrahmen auch schon gelöst werden. Ich habe das hier schon gemacht und nun kann die Oberfläche dekoriert werden, so wie euch das am allerbesten gefällt, vor allem so wie es eurer Mama am allerbesten gefällt. Ich habe mich hier für eine Blumendeko entschieden. Für die Blumenstängel nehme ich einfach einige Minzstängel, die die Blumenstängel nämlich darstellen sollen. Und für die Blüten nehme ich Brombeeren, die ich senkrecht halbiert habe. In die Mitte kommt noch eine Blaubeere. Und an den Rand der Torte spritze ich noch einige Sahnetupfen auf und gebe auch noch einige Schokopralinen, die nämlich meine Mama ganz, ganz besonders gerne mag, noch als Deko mit auf die Oberfläche. Ja, diesen ersten Kuchen habe ich in einer größeren Herzchenbackform gemacht, aber natürlich kommt auch die kleine Herzchenbackform noch in Verwendung. Diese ist natürlich ganz ideal für den kleinen Haushalt, gerade für Muttertag, für, naja, ich sag mal,
zwei große Stücke bzw. vier kleine Stücke ist diese kleine Form ideal. Ich habe darin noch einen Kuchen gebacken und habe die Zutaten halbiert und habe noch einen kleinen Kuchen hierin zubereitet. Und wie ich den dekoriert habe, das zeige ich euch in folgendem Beispiel. Bei der Deko könnt ihr natürlich ganz, ganz variabel sein und eure Torte so dekorieren, wie eure Mama es am allerliebsten mag. Ich habe hier noch ein Deko-Beispiel meines kleinen Herzchens, die ich ein ganz klein wenig anders dekoriert habe. Aber ganz egal, wie ihr sie dekoriert, lecker ist sie allemal. Das Rezept zum Nachlesen findet ihr auf meinem Blog www.nicoleszuckerwerk.de. Den Link dorthin gibt es jetzt hier oben in der Infocard und ihr findet ihn auch hier unter dem Video in der Infobox. In der Infobox findet ihr auch die Produkte, die ich verwendet habe. Ihr findet den Link zu der Häusler Alpha Knetmaschine sowie zu den ganzen Zubehörteilen. Ihr findet dort auch den Shop von Häusler Backdorf sowie das Biskuit- und Rührkuchenmehl und natürlich auch die Herzchenbackform alles verlinkt, sodass ihr es wirklich super, super einfach habt. Schaut einfach mal in die Infobox. Auf meinem Instagram-Account und auf meiner Facebook-Seite gibt es bis kommenden Sonntag auch ein kleines Gewinnspiel. Also schaut mal auf meinen Seiten vorbei, da könnt ihr nämlich etwas gewinnen. Ganz aktuell, das Gewinnspiel startet dort ausschließlich, nur dort, nicht hier auf meinem YouTube-Kanal. Also schaut entweder auf Instagram oder auf Facebook vorbei. Auch diese Links zu meinen Seiten findet ihr in der Infobox. Wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmt, drücke ich euch ganz, ganz feste die Daumen. Ich wünsche euch nun ein wundervolles Wochenende, einen wundervollen Tag und dann sehen wir uns am Montag zu einem neuen Video. Macht's gut, tschüss!